Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 mit Singleplayer auf der Hillsview Farm. Ja, und so wie es ist gemäht, ne? Ich habe ja ein bisschen weitergespielt, wo ich die nächste Aufnahme gemacht habe. Und da ist unsere Wiese ja schon fertig gemäht. Wir werden ihn jetzt umsetzen auf die Wiese Nummer 3. Müssen wir runterfahren. Hier drüben die Ballenpresse, die waren natürlich mal kurz blockiert, ist klar. Der Drescher, der müsste auch fast, also fertig noch nicht, aber ich glaube so zwei, drei Bahnen hat er noch. Und Zeit ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Es gibt aktuell immer noch Geld, wie wir oben sehen, weil noch Milch verkauft wird, ne? Und wo ist denn der her? Hier liegt schon ein Ballen bei der Lebensgröße, ne? Der muss schon länger dort liegen, ne? So wie er aussieht. Also, weil muss das Wehwerk hängen geblieben sein, ne? Weiß gar nicht, hatten wir den mal irgendwann gesehen? Glaube ja, oder? Wir lassen mal hier liegen. Vielleicht wird er diesmal mit eingesammelt, ne? So, 1.530.000, das heißt, wir kaufen heute ein neues Feld. So, erstmal gucken, dass wir hier einen Kurs kriegen. Ach, der hatte eine Durchzahl begrenzt. Okay, habe ich nicht aufgepasst. Da müssen wir mal gucken, was noch drin ist. Wenn nicht, kann er nämlich noch ein bisschen weiterfahren. Natürlich Nummer 3. Laden und aktivieren. Habe ich jetzt noch richtig geladen? Ne, wir brauchen ja die 4. Die 3 ist ja oben. Haben wir erst oben den einen gefahren, glaube ich ja, oder? Dann nehmen wir erstmal die 4. Ja, da vorne sehe ich einen Anfangspunkt. Ich glaube, es ist besser, wir fahren ihn gleich selber hin, sonst eiert der hier wieder sich einen zurecht, weil es ja kein richtiges Feld ist. So, das sollte aber passen. Erster Wegpunkt. Dann kann ich hier los und wir gucken mal, genau, er hatte eingestellt bei Durchgängen, ne? Ja gut, das war nicht beabsichtigt. Das nehmen wir einfach mal generell raus. Obwohl, wenn wir jetzt noch mal gucken, wir transportieren 18.000 und haben jetzt noch an Haarmilch 81.000. Ja, 4 Durchgänge sind 64.000, 72, eigentlich 82. Stellen wir mal auf 8 Durchgänge ein. Ne, wie jetzt? Ne, 8 ist Quatsch, ist verkehrt. 4, 5 Durchgänge ein. 5 Durchgänge. Dann müsste die Milch alles verkauft sein, wenn es sich das nächste Mal meldet. Mal gucken, ob er es schafft. Ne? Aktiv ist ja noch zum besten Preis irgendwo hin. Ne? Wenn sich da was ändern sollte, das sollte jetzt nicht das Thema sein. Aber eigentlich bräuchten wir ihn ja, um das Feld zu düngen. Aber ich habe niemand anders, der Milch verkaufen kann. Ne, machen wir auch nicht. Das muss dann später gemacht werden. Und wir brauchen auch noch Kohle für die Nacht. Wird blockiert. Kann nur... Ja... Wir schicken ihn zum... Müssen wir verschieben. Müssen wir dann machen. Ist mir jetzt eigentlich wichtiger, dass wir noch das Feld gedüngt kriegen. Was? Ach ja, parken. Da will ich noch hin. Das ist mir ehrlich gesagt wichtiger, dass wir ihn da einen Hof haben und dass wir dann noch das Feld düngen können. Erstmal müssen wir hier Problem lösen. Ach, es wird die Ballenpresse sein. Das habe ich vermutet. Klar, die Ballen liegen natürlich jetzt hier im Weg rum. Dann können wir den mal kurz rausnehmen hier. Weil sonst räume ich ja jeden Ballen weg bis da hoch.
Weil es sind ja zwei Vorgewände eingefahren und dann bleibt bloß noch eine Reihe in der Mitte über. Dann würde er praktisch auf den zweiten Vorgewände, wo hier die Ballen liegen, wieder hochfahren wollen. Dann machen wir uns ja hier einen klar. Bei hinten ist natürlich einiges liegen geblieben, so wie es aussieht. Mal gucken, ob wir da noch was weggesammelt kriegen noch von hier. Nicht immer noch von der Map runterfahren hier. Zack, verschwunden der Träger. Ne? Auf nimmer Wiedersehen. Er will es uns nicht hergeben hier. Ja, hier das aus den Elbs kriege ich natürlich nicht raus, ne? Genau, noch richtig was kaputt gefahren, noch richtig was gekonnt hier. Ach, lass mal liegen, ja. Schicken ihn hier runter zu. So, jetzt natürlich nächster Wegpunkt, nicht mal erster. Wir sammeln ja nicht mal einen. Das ist, ah, der Einzug ist wirklich, na gut, klar. Der Einzug ist so breit, wie vorne die Aufnahme ist, ne? Jetzt fast kurz gelöscht. Der nächste Wegpunkt. Er wird sich zwar gleich wieder melden. Ja, er rangiert sich auch wieder eng komisch zusammen. Kann man nicht hingucken. So, er ist gleich da, also Feld kaufen. Feld 14, also Grundstück 8. Kostenpunkt immer noch 1,474. Wir kriegen auch schon 15% Nachlass. Kaufen wir uns. So, wir haben noch 56.000. Ui, das war knapp. Ich glaube, wir müssen nochmal eine Ladung Milch verkaufen. Precision Farming. Hier rum, so rum. Bodeninformation. Naja, 35.000. Wir haben noch Geld auf dem Konto. Nicht viel, aber ein bisschen was haben wir noch. So. Dann springen wir mal schnell hin. Aber ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall düngen. Obwohl, Stickstoff ist perfekt. Kalk muss drauf. Kalk muss jede Menge drauf. Wir müssen nicht mal düngen. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Den machen wir auf drauf, den Kalk. Weil wenn wir es jetzt kalken, wir haben jetzt 80%. Wir würden maximal auf 89% Bonus kommen. Also Ertragsbonus, wir sind bei 80%, würden maximal auf 89%. Wir sprechen jetzt auf einen Hektar eigentlich von 1,3 Tonnen, die wir noch gewinnen könnten. Gut, sind 20 Hektar. Ne? Da hat schon einer einfach einen Anhänger abgestellt. Ne? Stellen wir mal den nächsten dazu. Auf, mal, machen wir das, tun wir uns das jetzt an. Eine Pflegebereifung ist das, würde ich meinen. Also wir machen keine Fahrspuren. Und wie viel Kalk haben wir? Also Kalk zu verkaufen, würde ich sagen, tun wir hier nicht mehr. Kalk, Kalk, Kalk. 111.000. Können wir machen. Er wird natürlich ganz schön kämpfen mit dem Kalkstreuer, aber eigentlich soll er es hinkriegen. So, das Milchfass, das lassen wir mal als Erinnerung hier auch draußen stehen. Es geht leider nur mit den Pflegebereiften. Ja gut, ist nicht ganz richtig. Ich glaube, wenn man CP schicken würde, würde er auch gehen. Ne? Wir dürfen nur nicht selber ins Feld fahren. Ja, natürlich sau schwer der Kalk hier für den. Für unseren kleinsten Träger. Hauptsache, er bleibt nicht am Berg hängen am Feld.
Ich meine, ob man wirklich Pflege beitragen, das sehen wir gleich. Ob Standardreifen sind, aber ich glaube, oh, das ist Pflege. Das ist fast noch eine Wolle weggekickt, ja. Und gibt es Fahrspuren? Nö, nee, sieht gut aus. Bremsen, bremsen. So, wir machen natürlich zwei Vorgewände. Scharf, ja, lass mal rangieren, ja, lass mal. So, kannst du los hier, erster Wegpunkt. Brauchen natürlich Nachschub, weil das wird definitiv nicht reichen. Feld 14 sind wir. Neues Feld. Hof Multiproduktion. Warum ist ein Standardordner der Farmers Markt drin? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das erschließt sich mir jetzt nicht. Ne, nicht parken. Hier richtig Hof, Agrochemie, Abholung. Das passt. Den an. Und erster. Erster Wegpunkt. Obwohl es funktioniert, ne, oder? Ich habe keinen Sensor mit. Er springt aber oben auch um. Ah, lass mal. Lass mal so weiterfahren. Wenn es geht, hole ich mir jetzt keinen Sensor. Wie lange will er brauchen? Eine Stunde? Ja, ewig. Gut, gut. Würde irgendwann fertig werden. Hier wird blockiert. Das kennen wir irgendwo her. Es kann jetzt fast nur noch... Der steht schon länger hier. Wir haben den doch hier bei Wänden beobachtet, ne? Boah, er hat es auch so viel liegen lassen. Ah, die hat keinen schönen Einzug, die Presse, ne? Naja. Aber mit der anderen kann ich es leider nicht machen. Weil dann haben wir Silageballen. Unvergorene, ne? So, der Kurs... kann raus, wir brauchen einen neuen Kurs. Und zwar die 2. Ui. Ja, war ja klar. Irgendwo steht der Baum. So, erster Wegpunkt, der war da vorne irgendwo, ne? Also wir pressen hier gleich den Meter und schicken den nächsten weiter. Oh, Presse ist ja noch an, wollen wir mal hier einen Pickup runter machen. Kann hier übernehmen.
Wenn hier das Stück runter wird, dann auch wieder meckern. Und wenn der mittleren Reihe fährt, ist dann ist es einfach so. Kann ich leider nicht ändern. Also der erste Kalksteuer ist fast leer, ne? Oder halb leer ist er. 47% sind noch drin. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was bringt es das, wenn wir es machen. Wir kommen dann auf 89%, ne? Also das schaffen wir dann schon. Das ist so okay. Oh, hier das letzte Mal, vorletzte Mal abbunkern, weil das letzte Mal abbunkern ist dann oben fertig, ne? Oder nebenher fahren würde ja hoffentlich. Treasure muss dann aber erstmal, muss er dann zum Hof zurück oder was wird dann als nächstes erntereif? Ne, das nächste in einem nächsten Monat ist, ach doch, die Gerste wird erntereif, ne? Da können wir Gerste ernten und hier, Kartoffeln. Kartoffeln? Kartoffeln, genau. Und das ist das, was nächsten Monat erntereif wird. Da brauchen wir natürlich richtig Abfahrkapazität, also jeder Einhänger, das geht schon. Eigentlich bin ich überlegen, ob wir jetzt einfach ein bisschen Treasure übersetzen und die gleich mal demonstrativ schon mal dorthin stellen, die Gerste. Ne? Oh ne, jetzt fährt er weg oder was? Warum haut denn der jetzt ab? Ja gut, der hat jetzt fortgeschickt, ne? Weil es aber theoretisch ist ja Endpunkt, da muss er nicht wegschicken. So, den schicken wir mal hier einfach. Parken 1, ne? Kommt er zwar nicht hin, absolut belegt, der Parkplatz, ne? Ach komm, entscheide dich. So, Asilo-Ablieferung fährt er schon mal hin. Ach, schon wieder wird blockiert, ne? Hallenpresse oder Mähwerk? Ja, anders kann es ja nicht sein. Ich hoffe mal nicht Kalkstreuer. Irgendwo mal ein Ballen ins Feld runtergerollt sonst. Ist aber theoretisch nicht möglich, weil dann das Nachbarfeld gehört uns nicht. Also, wenn es uns gehört hätte, würde ich sagen, ist nicht ausgeschlossen. Halt, Anhänger mitnehmen. Wir haben natürlich jetzt noch dort unten ein schönes Stück Feld dazu bekommen, wo wir Gras mähen können, ne? Würde ich meinen. Wir sollten das alles machen. Das fällt mir jetzt so oft, denn deshalb haben wir ja den Hänger hier drüben geparkt, weil wir gesagt haben, wir mähen sowieso hier das Grasstücken noch. Müssten wir natürlich auch noch kurz einfahren oder wir fahren es per Hand. Mal schauen. Ein schönes Stück Wiese ist das schon noch mit hier. Ich würde sagen, wird blockiert, ist eine Ballenpresse, ne? Wenn Arbeit beendet, kann ja fast nur
So, den lassen wir mal hier stehen. Samst-Anhänger. Kann ja fast nur das Mähwerk sein, ne? So, jetzt noch Kurs 3 und dann haben wir eigentlich alle unsere angelegten Behelfswiesen oder Wiesengrundstücke haben wir dann gemäht. Dahin. 3. Ui, nicht noch Mais kaputt waren hier. Wieder im falschen Kurs geladen? Nee. Ach, da ist Anfang vom Ende. So, erster Wegpunkt. Ja, ist klar, er braucht die ein oder andere Ladung Kalk mehr. Wieso kommt er jetzt? Warum war er nicht ausladen? Das Hofsilo war doch eigentlich blau unterlegt. So, Anhänger lassen wir erstmal hier stehen, weil so viel kaputt ist der nicht. Und dann werden wir ganz einfach morgen dann in der nächsten Folge gucken, was wir mit ihnen hier anstellen. Also ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten, alles natürlich noch einen schönen Sonntag und dann machen wir Montag 16 Uhr hier weiter. Bis dahin, tschüss.